السلام عليكم. السلام ورحمة الله. Ich habe an verschiedenen Stellen in den Unterrichten über diese Sekte gesprochen, die sogenannten Qur'aniyun, die eine Sekte des letzten Jahrhunderts sind. Im 20. Zirka, ungefähr, so als Sekte und Strömung im 20. Jahrhundert ans Licht gekommen. Das allein ist natürlich schon ein Grund genug, 20 Mal darüber nachzudenken, wie es sein kann, dass die Umma, darin die Sahaba und die Tabi'un und unangefochtene Persönlichkeiten der islamischen Gelehrsamkeit, 1300 Jahre lang die Sunna als zweite legitime Quelle des Islams ansehen, dass ihnen das entgangen ist. Und ich möchte das mal ganz offen und ehrlich sagen, und ich hoffe, du nimmst das nicht böse, aber ein leeres Gefäß kann man mit allem befüllen. Was ich damit sagen möchte ist, also ich gehe stark davon aus, dass du dich nicht mit den Quellwissenschaften im Islam beschäftigt hast. Das heißt, diese Wissenschaft der Quellanalyse, was kann als Quelle benutzt werden, was sind die Belege für die islamische Theologie und die Rechtslehre. Was kommt da in Frage, was nicht? Das ist eine Wissenschaft für sich selbst, Masadir al-Talaqqi genannt, die in der Theologie studiert wird und auch in der Methodenlehre. Was ich hiermit sagen möchte, jemand, der unerfahren ist in einem Bereich, den kann man alles eintrichtern und der ist dafür empfänglich. Das heißt, man muss sich wappnen und mit fundiertem, traditionellem Wissen diesbezüglich ausstatten, um dann nicht bei jeder kleinen Schubha wankelmütig zu werden. Ich muss mal schauen, ich habe hier und da immer mal wieder über die Koraniten gesprochen in verschiedenen Unterrichten. Einige Brüder, die sich um den YouTube-Kanal kümmern, die schneiden diese Teile immer raus. Und ich lasse mir mal diese Ausschnitte schicken und dann schicke ich sie dir. Wobei sie das Thema nicht ganz decken, das muss gesagt werden. Ich plane aber in Kürze, vielleicht in den nächsten 1, 2 Monaten, ein Seminar diesbezüglich zu halten, und zwar die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ihre Authentizität und die Frage, ob sie ein legitimes, verbindliches Argument und ein Beleg ist, und ein Überblick über die Scheinargumente und Verleumdungen dieser sogenannten Koraniten, die ich nicht Koraniten nennen mag. Tut mir leid, ich habe im Moment nichts dazu zu sagen, außer zwei Sachen. Es gibt keinen Gebetsruf im Koran. Das heißt, es ist im Koran nicht die Rede davon, wie zum Gebet gerufen wird. Nummer eins. Es ist nur die Rede davon, dass zum Gebet gerufen wird, aber nicht wie. Wa idha nudiya lis-salati min yawmi al-jum'a. Und wenn am Tage des Jumu'a zum Gebet gerufen wird. Dann eilt zum Gedenken Allahs und unterlasst den Handel.
Hier im Koran wird aber nicht definiert, wie man zum Gebet ruft. Wie sollen wir zum Gebet rufen? Wer entscheidet das? Das ist die Sunna. Und es ist bekannt in den historischen Büchern, in den Überlieferungen, in der Tradition, dass alle Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, einschließlich der Al-Khulafa al-Arba'a, auf diese Art und Weise, genauso wie wir das heute machen und wie das die Muslime seit Jahrtausenden machen, ohne dass sie sich hierüber streiten. Jahrtausende hat man das so gemacht. Kann es sein, dass die Muslime sich, ja, nicht die Muslime, sagen wir mal, lassen wir mal die Muslime dieser letzten Jahrhunderte weg, dass die Gesamtheit der Gefährten und der Tabi'un und jene nach ihnen hierin fehllagen? Die Muezzinun des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist ja nicht nur ein Muezzin gewesen. Er hat mehrere Muezzinun gehabt. Und die alle haben den Adhan so ausgesprochen. Und inwiefern ist das eine Beigesellung? Das sind leider meistens diese Menschen, die sich auf Übersetzungen stützen, die Wörter wie die Begriffe, diese fachlichen Begriffe wie Al-Ishraq, Al-Kufr, Al-Tandid, gar nicht kapieren, verstehen, und er versteht dann unter Beigesellung die Miterwähnung. Und wenn das nach diesem Schema gehen würde, dass die Miterwähnung schon eine Beigesellung ist, dann dürfte das im Koran auch problematisch sein. Allah Ta'ala sagt, Ati'u Allaha wa Rasul. Gehorcht Allah und seinem Gesandten. Ist das auch eine Beigesellung? Oder und wer dem Gesandten gehorcht, hat Allah gehorcht. Und was euch der Gesandte gibt, das nehmt, und was er euch verbietet, dem enthaltet euch. Also das mit dem Adhan, das sowas kann man nicht sagen. Und sowas kann nur ein Koranit sagen, der die Sunna in all ihren Details, in ihrer Gesamtheit ablehnt. Und das ist Kufr mit Konsens der Gelehrten des Islam, der negiert nämlich eine zweite Form der Offenbarung. Allah Ta'ala sagt, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Er, der Gesandte, spricht nicht aus Neigungen. Es ist eine Offenbarung. Wer das negiert, wer die Sunna in ihrer Gesamtheit negiert, der ist wie jemand, der den Koran negiert und leugnet. Und ja. Und das Gleiche gilt für das Glaubensbekenntnis. Es ist nicht nur eine Überlieferung, es sind hunderte Überlieferungen von zigtausenden Tradenten, unter ihnen auch die Sahaba. Fast jede Hadith-Sammlung hat ein Kapitel mit dem Iman oder Ad-Dua'a il-Shahadatayn, der Aufruf zu den Shahadatayn. Die Shahada hat nichts mit der Fürsprache zu tun. Und die Fürsprache selbst, inwiefern ist das denn ein Freiticket? Und das ist diese Blindheit, wenn man nur eine halbe Portion der Texte nimmt und eine halbe Portion einfach auslässt. Die Schafa'a, die im Koran negiert wird, ist jene ohne die Erlaubnis Allahs. Das heißt, wir haben Texte, in denen die Schafa'a negiert wird, und wir haben Texte, in denen davon die Rede ist, dass sie nur mit der Erlaubnis Allahs fürsprechen. Das heißt, wir haben zwei Formen der Fürsprache. Einmal die Fürsprache, die die Heiden und Götzendiener, an die sie geglaubt haben, dass gewisse Geschöpfe, herrliche Geschöpfe in der Lage seien, bei Allah Ta'ala fürzusprechen, ohne seine Erlaubnis, ohne seine Mitentscheidung. An sowas glaubt natürlich kein Muslim. Allah Ta'ala sagt, und sie sprechen bei ihm nur dann vor,
oder für den vor, mit dem er zufrieden ist. Und sie sprechen nur nach seiner Erlaubnis für jemanden vor. Das heißt, wir müssen die Texte als Ganzheit betrachten, wie ein Puzzle. Du kannst nicht ein, zwei Stückchen nehmen und dir den Rest selbst ausmalen. Du musst die Gesamtheit der Texte nehmen. Ich empfehle dir aber nur mal eine sehr, wirklich gut gemeinte Empfehlung. Die Koraniten und all ihre Schubuhat und den Müll, den sie spucken aus ihren Mündern, nicht zu verfolgen.